Ich finde es sehr interessant. Also ich habe tatsächlich auch damit gerechnet, dass deine Ticks sofort aufhören, wenn du den Motor startest. Ich bin ja mal also bisher nur ein einziges Mal gefahren auf einem Verkehrsübungsplatz und da war es tatsächlich genauso. Weil da ist man sehr konzentriert und man weiß ja auch unterbewusst so oder so, angenommen, da würden jetzt vor allem so motorische Sachen kommen, dass das dann im Auto zu Hey, wann kommt der Reddit? Fangt mich doch nicht an damit. gefährlichen Situationen führen könnte. Und daher Ne, ist der ist mir zweite dann Teil. Den immer ersten habe wichtiger, ich schon dass privat man geguckt und ihr müsst euch lieber jetzt der den zweiten einfach ernsthaft reinziehen. gefährlich wird. War das laut Plus. genug? Hallo! Hey, warum geht ihr beide gleichzeitig rum? Digga, Tag Hallo? Team. Das war noch nicht mal abgesprochen. Genau, nach dem Einsatz müssen wir natürlich auch immer die deutsche. Stimmt, ich müsste eigentlich sowas sagen wie: Hey Chat, was geht? Wir ziehen uns jetzt das neue Gewitter im Kopf-Video rein. Let's go. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich ein Wichser bin. Die noch erfüllen und müssen die Berichte noch alle eintippen Walla Krise. und in den Computer eingeben. Und das können wir jetzt einmal zusammen machen. Genau, hier ist dann immer unser Computer, wo wir dann unsere Berichte Krasses Schwein, Kuss, eintippen. Kuss, Tragen wir Kuss. dann einmal, ich zeige das jetzt nur mal schnell, damit man keine Daten sieht. Einmal ein Protokoll mit, die Schrift kann man eh nicht lesen, mit den Einsatzdaten und hier einfach mit den Daten zum Patienten und den sogenannten Transportschein. Und die Daten müssen wir dann alle eintippen ins System. Genau so. Genau, damit das auch noch alles abgerechnet werden kann vernünftig. Ja, wenn ich eine Rechnung für einen Krankenwagen-Einsatz kriege, also das dauert in Köln immer deutlich länger als in Bonn. Kriegt man eine Rechnung für einen Krankenwagenaufsatz? Ist es nicht so auf keine Ahnung, also ist es nicht so, dass man da auch so ein bisschen mehr umsonst fährt mäßig? Ich habe auch mal, ich bin auch Krankenversicherung, einmal oder? mit dem Rettungswagen gefahren worden und das hat über ein Jahr gedauert, bis die Rechnung kam. Also, Bei mir sind es immer so 3 Monate. ja. Also das scheint nicht so schnell beim Endverbraucher anzukommen quasi. Hauptsache, das Geld kommt schnell in die Wache rein. So, jetzt hast du uns ja einiges von der Rettungswache gezeigt und wir sind auch mal ein bisschen durch die Gegend gefahren. Muss man immer einen Teil selbst zahlen? Das heißt, man muss echt so überlegen, wenn man so abgestochen wird, ob ich jetzt Krankenwagen Paul oder nicht, ist es wert oder nicht? Es war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass deine Ticks sofort nachlassen, sobald du den Motor eingeschaltet hattest. Wie bist du denn eigentlich auch so auf den Beruf gekommen? Also, du hast jetzt, glaube ich, zuerst angefangen, Medizin zu studieren. Nee, genau, ich habe erst tatsächlich hier gearbeitet. Also ich habe Hey nach dem Tudakus, danke für Abitur den Price mich Up. noch überlegt, weil ich halt die Fresse. Was ich machen soll. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich Medizin werden sollte. Und dann hat Mara, mein danke schön Bruder für den mir Resub. Kuss, Kuss. angeraten, ja, geh doch mal einfach. Nein, solange mit guter Absicht gehandelt wird, muss man nichts zahlen. Das heißt, also, wenn ich jetzt. Nur wenn du nicht ins Krankenhaus kommst. Hä? Das heißt, ich muss nur bezahlen, wenn ich nicht ins Krankenhaus komme. FSJ Okay. im Rettungsdienst machen, dann kannst du ein bisschen da. Ja, aber wo soll ich denn sonst hinkommen? Der Krankenwagen fährt doch ins Krankenhaus. Bei der Mom war es so, dass sie im Krankenhaus bleiben musste. Ach, also, ich muss mindestens eine Nacht im Krankenhaus verbringen, damit ich nicht bezahlen muss, oder wie? Also, das wäre dann quasi das Ding. Das heißt, ich. Und. Okay. Okay. Es gibt manche, die wollen nicht im Krankenhaus behandeln. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber wie ist es, wenn ich jetzt. Ja, aber da musst du die Nacht im Krankenhaus bezahlen. Hä? Verstehe ich jetzt alles gar nicht. Guck mal, wenn ich doch jetzt abgestochen werde, ne? Und ich muss ins Krankenhaus und die sagen, ja, es ist zwar schlimm, aber sie könnten noch nach Hause. Und ich fahre nach Hause, aber Krankenwagen hat mich hingebracht. Dann muss ich bezahlen, richtig? Und 10 Euro? Okay. Aha. Ja, ein bisschen 25 Euro. Also mehr ja nicht, Erfahrung okay. sammeln, Okay. was das Medizinische angeht. Aber ich bin auch schon mal Krankenwagen gefahren in Österreich. Da musste ich bezahlen, klar. What the fuck? Ja, stimmt. Aber hast auch noch ein Jahr Pause zwischen Schule Okay, und okay. Studium und dann. Zwischen Schule und Studium. Und dann, genau, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist eine eigentlich ganz gute Idee. Halt.
Mann, der soll sich mal ausreden lassen. Jetzt die Fresse. Ja, sag ich doch. Ich rede grad. Ja, ich rede grad. Das stimmt. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich mich okay. beworben und habe hier in Neuss eben die Stelle bekommen. Ich bin dann im Jahr hauptsächlich Krankentransport gefahren, das ist noch ein bisschen was anderes. Als wenn der Krankenhauswagen kommt, der dich nur verbindet, wieder wegfährt, musst du bezahlen. Okay, alright. Rettungsdienst, hab dann von der Wache aber... Behinderte von A nach B. Von A nach B ist schon mal richtig, auf jeden Fall. Bei mir macht das Tim für mich. Genau, der Tim ist der Krankentransport vom Jan. und dann habe ich den großen Führerschein bezahlt bekommen, dass ich auch den RTW fahren darf. Fish Academy? Nee. Hallo, Udo Jürgens. eBay. Genau, ich habe meinen Führerschein. Hallo, Udo Jürgens, zurück. Schein hier bezahlt bekommen von der Wache und fahre seitdem jetzt hier im Rettungsdienst und im Krankentransport neben dem Studium. Also ich habe am 2015 habe ich mein Abi gemacht und habe dann von 2015 bis 2016 hier mein FSJ gemacht und habe 2016 dann angefangen zu studieren. Und bin jetzt also schon in der Zeit war ich arbeitslos. Nee, ich habe auch was gemacht. Okay, stimmt nicht. Ja, du hast angeschafft. Ich dachte, du gehst anschaffen. Ja, heißt das, dass du es nicht kannst, oder was? Besser als du. Also ich bin jetzt schon seit Alter. 2015 hier tatsächlich auf der Wache. Die Ticks haben, wie gesagt, 2019 angefangen. Also ich habe hier erst gearbeitet und dann haben die Ticks angefangen. Ich glaube, ich hätte sonst auch nicht angefangen hier zu arbeiten. Also sonst wäre mir die Hürde zu groß gewesen. Also hätte ich erst die Ticks gehabt und hätte dann hier arbeiten wollen. Aber jetzt sieht man ja, dass es auch so möglich ist. Also falls ihr irgendwie betroffen seid von Tourette und einer anderen Erkrankung, kannst du aufhören, ihn zu fingern. Dann lasst euch das nicht irgendwie... Oder verbietet euch nicht das nicht selbst. Es ist möglich, auch damit zu arbeiten. Auch wenn ich vorher selbst anders gedacht hätte. Genau. Und jetzt arbeite ich neben dem Studium noch hier im Rettungsdienst und macht mir auch nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Sonst würde ich es auch nicht machen. Die Bezahlung ist scheiße. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Message. Ich glaube auch... Finde ich cool, dass sie das aber macht, no joke, dass sie die Möglichkeit hat. Dass man wegen Tourette viele Sachen... Wow, cool. Nee, ich finde es cool, dass sie das tatsächlich trotzdem macht. Also, dass sie halt trotz Tourette die Möglichkeit halt hat, da Sachen nicht machen kann oder tun sollte, die sich dann selber aber gar nicht oder... Keine Ahnung, was gerade passiert ist in meinem Gehirn, Digga. Der musste auch ein Neurologe okay. oder Psychiater sein. Also kurz zur Erklärung, die beiden haben beide Tourette. Ihn kennt man ja wahrscheinlich, sie hat auch Tourette und arbeitet beim Rettungsdienst tatsächlich. Genau, das ist ziemlich interessant, aber nice. Ich hoffe, der Beachvolleyball-Stream hat euch gefallen. Sehr cool, Mann. Freut mich, dass ihr hier seid. 18- oder 20-seitiges Attest dann geschrieben. Okay, das ist krass. Wo er dann quasi alle Quellen aufgeführt hat, dass er mich als geeignet einschätzen würde. Das musste ich dann auch noch beim Arbeitsmediziner vorlegen. Gib nochmal einen Talk zu Hype-Depp, ja. Der hat letztendlich dann die letzte Entscheidungsmacht, ob ich fahren darf oder nicht. Aber der hat sich dann auch entschieden bei dem Attest, dass er dann gesagt hat, gut, dann stimme ich dem Arzt zu. Mhm. Und dann darfst du jetzt wieder fahren. Aber chillig, sehr cool. Prozess so insgesamt gedauert? Ein halbes, dreiviertel Jahr, würde ich sagen, ungefähr. Also doch schon einiges. Und ja. In der Zeit durftest du das vermutlich nicht machen, ne? Genau. Nein. Warum macht dir das so Spaß? Ja, ich könnte jetzt so ganz klassisch sagen, es ist die Arbeit mit den Menschen, aber es ist irgendwie... Die Arbeit mit den Menschen. Aber ist es halt auch, oder? Ich glaube, das sind viele Leute das Ding, die also in so Rettungsberufen und sowas arbeiten, dass halt... du hast jetzt nicht immer da, aus dem Grund halt machst, weil du einfach eine soziale Person bist, ne? Halt auch mal nicht so nette Patienten oder auch einfach nicht so schöne Fälle. Finde ich sehr cool, finde ich super cool. Beste Beispiel für Inklusivität und sowas, no joke. Bin super spontan und, dazu tatsächlich. Aber letztendlich kommen die Menschen einem mit sehr, sehr viel Dankbarkeit entgegen. Und ich glaube, das ist irgendwie das. Man gibt sehr viel, aber man kriegt auch sehr viel zurück, würde ich sagen. Gerne, gerne. Das ist so das, was einem da irgendwie antreibt. Birn, ich finde Birn geiler als Äpfel. Nächste Frage. Mit deinem Medizinstudium weißt du ja eigentlich, dass du da nicht mal Rettungsdienst fahren kannst, oder? Nebenbei. Genau, wenn ich fertig bin, dann kann ich nicht mehr fahren. Also ich kann jetzt noch so ein bis zwei Jahre fahren und dann könnte ich höchstens als Notarzt noch weiterfahren. Schließe ich auch nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann da ist. Dann darf man mit einem Medizinstudium keinen Rettungsdienst mehr fahren, oder wie? Muss ich vermutlich auch wieder ein paar Atteste nachweisen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich will. Mein Essen kommt gleich hoffentlich, oder? Red's stimmt auch noch, ja. Gibt es so einen Einsatz, der dir so im Gedächtnis geblieben ist? Oder darfst du da überhaupt was sagen? Jan! Was hat Jan gemacht? Ja. Halt dich dagegen, das Knies. Du was sagen? Jan, der so im Gedächtnis geblieben ist? Oder darfst du da überhaupt was sagen? Jan! Nein, darf er nicht, nur als Notarzt. Hä, aber wenn ich doch Medizin studiert habe, wieso dürfte ich da nicht einfach Rettungswagen fahren? Was ist das Problem? Also was verbietet es mir?
Was ist der Grund dafür? Weil ein Mediziner, der studiert hat, auch als Arzt praktizieren muss? Ja. Halt dich dagegen, das Knie ist verletzt. Funktioniert. Das stimmt. Ja, weil der ein Arzt ist und dann muss sie. Ein Einsatz, der mir sehr, okay, sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, ist, als ich einmal eine Geburt miterleben durfte. Ja, weil du dann Arzt bist und zu hohe Kompetenz. Selten. Also selbst die schon, okay, jahrelang fahren, an die 30, 40 Jahre, kriegen das vielleicht 2-3 Mal in ihrem Berufsleben mit. Ja, kriegen sie es mit. Ah, okay, okay. Okay. Das Traurige war eigentlich, dass wir das Kind dann auch noch reanimieren mussten. Oh, scheiße. Also das war schon ein sehr krasser Einsatz, erstmal so eine Geburt mitzuerleben, wie einfach, Mann, so ein Leben neu auf die Welt kommt, um dann gleich zu sehen, dass es irgendwie direkt mit dem Überleben kämpfen muss. Das war schon sehr interessant. Glücklicherweise das Kind überlebt. Wir konnten es mit ins Krankenhaus bringen. Kartoffel. Kartoffelkind. Aber das sind auch die Tisch in Kartoffeln? Der Mitte. Smart Move. Ja. Oder waren es Döner? Es waren Kartoffeln. Das sind einfach so Einsätze, wo man dann sieht, ja genau, dafür mache ich das. Also das wäre auch so ein Einsatz, warum ich überlegt habe, in die Kinderheilkunde zu gehen. Ich habe eine weiße Hose an. Ja, not smart. Hey. In die Kinderheilkunde zu gehen, also man kriegt einfach ein so super breites Spektrum an Einsätzen mit. Hä? Und es wird eigentlich jetzt für mich persönlich nie langweilig, würde ich sagen. Ich fahre auch nicht jeden Tag, das muss man natürlich dazu sehen. Also ich denke, wenn man jeden Tag fährt, dann geht vielleicht auch irgendwann so ein bisschen dieser Chat, morgen gibt es nochmal einen Big Mama Vlog dazu. Ich habe das Glück, dass es gibt einen geilen Burger, der bei mir noch ein bisschen erhalten bleibt. Wie sind deine Kollegen das? Wie seht ihr das? also die kommen da eigentlich auch alle super mit klar. Es war natürlich am Anfang auch erstmal so komisch, so was ist das jetzt? Weil es sind super wenige, die irgendwie schon mal Kontakt zu jemandem hatten, der Tourette. Die können doch nicht mit einer Bank vor dem Rettungsdienst sitzen, oder was, wenn die raus müssen? Tourette hatte. Penis. Penisgesicht. Penisloch. Da. Aber so ist denen, wie gesagt, alle super tolerant damit um. Auch eher interessiert als dem abgelehnt. Ach ja, das Tor ist da vorne, ja, stimmt, okay. Ein großes Dankeschön an meine Kollegen, dass ihr so gut damit umgeht. Ach, gerne, ihr Mann. Ihr guckt das doch eh nicht. Ich guck das. Das erleichtert mir die Arbeit damit auf jeden Fall sehr. Aber es gab das, glaube ich, nie die Situation, dass jemand zu dir gesagt hat, nee, ich will das nicht erfahren. Also. Nee. Okay, sehr gut. Ja, wäre auch über Assi, also als ob. Also mein Chef ist da auch super tolerant mit, dem habe ich auch immer gesagt, so, ja du, ich habe ein paar... Ja, macht Sinn, dass die nicht rückwärts rausfahren, ich habe verstanden, Chat. Ein paar Ticks entwickelt, ich muss es beim Arbeitsmediziner abchecken lassen und er meinte, ja, mach das auf jeden Fall, aber von unserer Seite aus kannst du auf jeden Fall damit weitermachen. Rock, danke für die 500, Kuss, 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 danke schön für die 500 Bits, danke, hast du heute mal wieder verdient, Kapau, danke schön, Bro, Kuss. Crazy. Damit, falls irgendwas passiert, es muss ja auch gar nicht Tourette-bedingt sein, dass man das aber auf jeden Fall abgesichert hat. Hat sie auch Epilepsie? Nee, ne? Ist ja noch nicht so lange, da was deswegen zu kündigen. Ich habe tatsächlich, bevor ich jetzt die ganzen, also es war jetzt ziemlich schwer, einen Gutachter zu finden, der das macht. Der sich Mila, Grüße geht raus. Weil, wie gesagt, Rewe hört noch Rust, ich muss mal gucken, ich habe wirklich... Also wir haben eben Rust extrem gegrindet, Mann. Wir waren sehr, sehr gut dabei. 10, 20 Ärzte angeschrieben, ob die das machen. Er ist schwer gestürzt. Okay, dann. Wie viele haben es gemacht? Letztendlich einer. Also einer hat sich das zugetraut, das zu machen. Deswegen war schon ziemlich frustrierend. Tim ist sehr frustrierend. Er ist frustriert. Sexuell frustriert. Das auch. Deswegen habe ich schon drüber nachgedacht, aufzuhören. Auf jeden Fall. Einfach weil einem der Weg jetzt nicht unbedingt... Na klar, macht Sinn halt mit so einer Einschränkung, ne? Ja. Hast du eigentlich Spaß mit meiner Hose gerade? Nein. Die lacht mich nur so an. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Sehr cooles Format, Mann. Sehr cooles Format von den beiden. Big Talk. Und wir mal eine kleine Runde drehen durften. Eine große Runde. Sehr, sehr entspannt. Finde ich sehr cool. Finde ich wirklich super, super nice, dass sie das machen. I like.